Moin Moin und herzlich willkommen zu dem neuen Video. So, eine kleine Wanderung mit einer Übernachtung, um ein bisschen zu trainieren, mit dem Rucksack zu laufen, da bald in ungefähr einem Monat oder etwas über einem Monat schon die große, ja, mindestens 10-tägige Tour ansteht, die ich vorhabe, wirklich nur mit dem Rucksack zu laufen. Ja, und deswegen muss ich noch mal ein bisschen weiter trainieren. Ich habe relativ viel Ausrüstung dabei und ja, habe den halt ein bisschen überladen, jetzt den Rucksack. Naja, mal schauen, wie es geht. Ich bin jetzt schon 2 Kilometer hinter der Bremer Grenze, so gesehen, also 2 Kilometer aus Bremen raus. Hab noch ungefähr 10 Kilometer vor mir, 10, 11 irgendwie so. Und ja, bin dann grob dort angekommen, wo ich mir einen Übernachtungsplatz suchen möchte. Kommt also noch ein bisschen was dazu. Ja, jetzt mache ich hier gerade eben eine kurze Pause, starte das Video, oder habe es ja gerade gestartet, und wollte mal eben was trinken. Den Rucksack noch mal eben ein bisschen anders einstellen. Ich musste erstmal so eine richtige Einstellung finden. Letztes Mal schon so ein bisschen rumprobiert und ja, so 100%ig ist es noch nicht richtig eingestellt, aber ich denke, die finde ich noch ganz gut. Da ist er übrigens. Ja, tja, ich denke, ich trinke noch mal eben was und dann laufe ich weiter. Ist echt schön. Recht befahren zwischendurch. Jetzt gerade kommt gar nichts. Aber läuft, verläuft wirklich durch so ein richtig recht großen Waldstück für die Gegend hier. Und dieser Wald ist auch ziemlich naturbelassen. Also da sind echt wenig Wege drin. Ne? Hier und da geht mal eine Straße rein. Also ja, Straße auch nicht. Also schon so ein Forstweg halt. Aber das ist jetzt nicht wie so ein Wald, der hier bei uns in Bremen sonst so immer relativ stadtnah ist, wo man halt Wege drin hat, wo man spazieren gehen kann, wo so parkmäßig so ein bisschen angelegt ist mit Bänken und so. Also das ist hier ganz anders auf dem Stück. Laufe ich ganz gerne lang. Ja, da vorne gleich, am Ende der Straße, da ist dann glaube ich auch schon Bohndorf. Das sind jetzt noch ungefähr um die 10 Kilometer, bis ich dann an diesem Waldstück angekommen bin. Da muss ich aber auch noch mal ein ganzes Stück durchlaufen. Und da gibt es dann einen See mit so einer kleinen Landzunge drauf. Auf der habe ich einmal übernachtet. Ich glaube, dazu gibt es gar kein Video, oder? Nee. Ich meine nicht, da habe ich noch keine Videos gemacht. Da habe ich dann mit der Hängematte übernachtet. Das ist nämlich ganz schön. Kann ich euch gleich zeigen, wenn ich da bin. Da kann man die Hängematte auf dieser Landzunge aufhängen und man hat auf beiden Seiten Wasser. Liegt allerdings an einem ja, so einem Waldweg, wo abends und morgens nochmal vielleicht zwischendurch ein paar Leute mit dem Hund vorbeikommen. Da wollte ich dann heute nicht übernachten. Aber ich weiß noch, als beim letzten Mal hat es angefangen zu regnen, dann mitten in der Nacht irgendwann gegen 4 oder so. Und ich hatte keinen Tarp dabei. Nur meinen Regenponcho, den man so aufmachen kann. Aber der ist halt so klein, um den richtig als Tarp zu nutzen. So werden dann halt Füße und Kopf trotzdem nass. Naja, das war nur Niesel. Aber ich zeige euch das gleich. Da werde ich auf jeden Fall vorbeilaufen. Und an dem See wollte ich mir dann irgendwo einen Schlafplatz suchen. Oder da sind noch 3 weitere Seen. Also an einem von den Seen irgendwo. Aber erstmal müssen wir da ankommen. Da
Das ist die Blumenthaler Aue. Die schlängelt sich hier richtig kreuz und quer durch den Wald durch bis nach Bremen Nord ganz. Ja, hier kommt sie her. Ja, und ich muss in die Richtung. Ja. Ich nehme nebenbei übrigens das Bewerbungsvideo für die Seven vs. Wildcard auf. Deswegen kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Bewerbung gesehen habt, weil die wird vor diesem Video kommen, vielleicht schon so ein, zwei Szenen, beziehungsweise so mein Outfit mit dem Rucksack gerade und so weiter. Ja, bisschen umständlich, zwei Videos gleichzeitig aufzunehmen. Wenn man so ein bisschen überlegen, dass man da auch nicht durcheinander kommt hinterher beim Schneiden, da werde ich wahrscheinlich ordentlich hin und her sortieren müssen. Ich hatte erst überlegt, die zweite Kamera für das Bewerbungsvideo zu nehmen und diese Kamera hier für dieses Video jetzt, aber ja, dann hätte ich auch beide Kameras wieder mitschleppen müssen und immer hin und her switchen, die eine wegpacken, die andere rausholen und so. Oft laufe ich mit der Kamera einfach in der Hand rum. Die ist nicht so sehr schwer. Ja, pack die gar nicht in den Rucksack. Das heißt, wenn ich diese Szene gleich aufgenommen habe, dann schalte ich die Kamera aus, schiebe dir den Selfie-Stick zusammen und trage die Kamera eigentlich die ganze Zeit in der Hand. So, ja. Ja, eben habe ich schon versucht, ein Reh aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat, weil die Kamera ja recht weitwinklig ist und das war schon ein Stück weg. Mal gucken, ob ich da ein bisschen reinzoomen kann. So. Mit dem Wetter habe ich richtig Glück anscheinend heute. Gut, war auch eigentlich angesagt, dass es gut sein soll, aber gestern hat es den ganzen Tag geregnet gefühlt. Die ganze Zeit nur so ein Niesel. Und eigentlich wollte ich gestern schon loslaufen. Hat die Nacht wohl auch noch geregnet. Ja, wäre dann halt eine Regenwanderung mit Übernachtung im Regen geworden, aber dann ist mir eingefallen, dass ich gestern Abend noch einen Termin mit meiner Mutter habe. Da habe ich erst irgendwie anfangs gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte relativ spontan einfach los, hatte Bock so. Und dann irgendwann mittags rum fällt mir ein so, ach, ist ja Montag, genau. Naja, deswegen laufe ich heute los. Ich habe ein paar Tage frei. Eigentlich habe ich auch noch ein paar Tage mehr frei und wir haben, also heute ist Dienstag. Am Donnerstag wollten wir auch noch was machen. Und zwar die Wanderung mit Natururin, wo wir die ganz bestimmten Schuhe für braucht. Können wir jetzt leider nicht machen, da ich doch spontan jetzt Donnerstag und Freitag Nachtschicht arbeiten muss. Verschieben wir dann um ein, zwei Wochen nochmal. Da wird das Wetter ja auch noch gut sein. Und das ist halt auch wichtig für die Tour. Oh. So, ich bin jetzt schon wieder hier an der Kreuzung. Das ist eine etwas größere Straße, aber die ist, glaube ich, auch sehr unbefahren und sehr wenig los. Ein bisschen kenne ich die Gegend hier. Ich bin hier schon ein paar Mal durch. Da war hier auch nichts los. Außer so ein paar Kühe, die da rummühen. Ja. So eine breite Straße hier, aber nichts los. Ja. Außer Bauernhöfe. Ja. Und überall dieses Silo-Zeugs oder wie sich das nennt, da riecht ganz schön stark. Ja, jetzt bin ich hier angekommen. Ich habe auch schon mal bei Google Maps gerade den Punkt an diesem See als Route reingemacht. Das sind noch ungefähr 30 Minuten durch den Wald jetzt. Ich stehe hier direkt an der Waldgrenze, Kante, Eingang sowieso. Alles hier rum. Und zwar kann ich euch das hier mal zeigen. So, da haben wir es. Ich bin hier unten jetzt gerade. Und diese grüne Straße, die darf man nur zu bestimmten Zeiten laufen. Sieht so aus. Die ist gleich hier vorne. Da links rein. Und der Bereich innerhalb dieser roten Linie
darf überhaupt nicht betreten werden. So, da ist halt ein Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz steht da, genau. So, hier unten ist noch eine Schießanlage. Irgendwo hier so. Das Weiße hier. Da ist eine Schießanlage. So, und wir müssen jetzt hier hoch, auf diese, hier irgendwo in diesem Bereich. Hier sind die Teiche gar nicht eingezeichnet. Aber da müssen wir irgendwo hin. Genau, und jetzt laufen wir hier so kreuz und quer einmal durch. Hier steht es auch nochmal. Standort. Ja, dann Radwege, nicht beschilderte. Und dann hier halt, das Gebiet darf nicht betreten werden. Und hier nur die Übungszeiten und so weiter. Da hinten, wo was jetzt so wie eine Lichtung aussieht, da müsste eigentlich der See sein. Ich hoffe mal, dass ich mir das richtig markiert habe bei Google Maps. Aber ich denke ja, doch, das sieht ganz so aus. Weil hier müsste jetzt die Stelle sein, wo ich damals, wie gesagt, bevor ich YouTube gemacht habe, ah ja, da ist der See, ich sehe ihn schon, wo ich übernachtet habe. Und wie ihr seht, hier ist halt noch so ein Weg. Hier sind eben auch schon zwei Reiter lang durchgekommen. Ja, nicht direkt hier durch den Weg, sondern hier vorne ist eine kleine Abzweigung. Da sind die lang gegangen. Und hier ist die Halbinsel. So, hier genau, hier geht ein Weg rein. Gehen wir mal rauf. Dann zeige ich euch das. Hier habe ich damals übernachtet. Na, hier ist der See mit richtig vielen Seerosen drauf. Und hier sind die Bäume, wo ich meine Hängematte zwischengespannt habe. Mal eben schauen. Genau. Einmal der und einmal der Baum hier. Dazwischen hatte ich meine Hängematte aufgespannt. Und da war das hier noch gar nicht so zugewachsen, weil hier hinter ist auch schon gleich wieder Wasser, so ein bisschen sumpfmäßig halt. Und ja, hier hat man den See gleich. Der ist jetzt nicht so gemacht dafür, dass man da wirklich drin schwimmen könnte. Also kann man, klar kann man auch, aber dazu muss man erstmal durch so eine richtige Pampe durch. Ich will mal gucken, ob man hier, früher konnte man hier noch weiter rangehen. Nee, aber hier ist jetzt Ende. Mal die Kamera ein bisschen hoch. So, genau. Und da sieht man, dass der See da noch rumgeht. So, und ich habe jetzt überlegt, da hinten auf die andere Seite zu gehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera. Da ist so ein Steindingens. Da ist der See mit einem anderen See verbunden. Und da wollte ich gerne hinten rumlaufen. Und dann da irgendwo in die Mitte. Ich weiß nicht, ob ich richtig zeige. Ich halte die Kamera zu hoch. Da sieht das auch gar nicht so schlecht aus von hier aus jetzt. Ich würde sagen, da gehen wir mal eben zusammen rüber. Wenn ich hier wieder rauskomme. So. Aber sonst ist dieser Platz auch schön. Hier kann man echt die Hängematte schön zwischen aufspannen. Vom Boden her, gut, hier kann man sich so ein bisschen an die Kante setzen. Da habe ich auch gekocht, das weiß ich noch. Ja. Gut, jetzt erstmal wieder zurück zum Weg. Und dann geht es gleich, glaube ich, nur noch quer durch den Busch. So, lauf dann mal eben hoch und dann schaue ich mir das mal an. So, da wären wir. Hier ist der Weg. Also von hier bin ich ja gerade gekommen. Da ist dann der See und hier geht ein Trampelpfad rein. Und den wollte ich jetzt mal durchlaufen, um zu schauen, ob da hinten, naja, das wird, das sieht ja noch mal ja nicht so gut aus. Da vorne komme ich rüber, da war es flacher. Das scheint hier, ja, da ist auch mal aus Holz was gewesen. Vielleicht, wenn der zu hoch ist, im Überlauf. Das nehmen wir hier mal eben einmal durch.
So, und hier ist ja doch sowas wie ein Trampelpfad, ob der jetzt nur von Tieren ist oder auch ob hier auch mal ab und zu jemand durchläuft, kann ich natürlich nicht sagen. Von den Spuren her sieht das jetzt noch nichts aus. Oh, mit dem Rucksack hängen geblieben. So, und hier ist dieses Steinding. Eine schöne Aussicht auf den See nochmal. So, genau, und ich möchte da irgendwo hin. Da so wäre cool. Auf der Seite, da ist diese Halbinsel, die jetzt im Schatten liegt hier. Ja. Und dieses Steinding hier, das ist halt irgend so ein Teil. Hier war vielleicht mal so ein Schieber oder irgendwas drin. Und unterirdisch eine Verbindung zu dem See, weil hier hinter ist gleich der nächste. Naja, das ist eher ein Sumpf. Aber dahinter, ihr könnt das nicht sehen, dahinter ist schon wieder der nächste recht große See, so wie dieser hier auch. So. Hier sieht das doch schon echt gut aus. So was wäre schön, wenn ich so eine freie Fläche wie diese hier finde. Jetzt nicht direkt hier. Wobei diese Fläche auch gut ist und perfekt für die Hängematte auch wieder wäre, hier mit zwei Bäumen. So, kann man sich ja mal merken. Da kann man übrigens den anderen See sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht da auf der Kamera. Aber da ist schon gleich der nächste. Ich laufe mal hier weiter. Weil ich würde gerne noch ein Stück weiter hoch. Das Schöne ist, man kann von der anderen Seite, von dem Weg aus dort auch nicht hingucken. Und ich bin noch ein ganzes Stück von der, von dem Bereich entfernt, wo man nicht hin darf. Hier, und zwar diese Stelle hatte ich mir bei Google Maps von oben ausgesucht. Und hier ist sogar eine Feuerstelle. Aha. Gar nicht schlecht. Hier ist noch eine Feuerstelle, wo ich gerade durchlaufe. Ja. Da ist der See. So, wenn ich hier jetzt noch die Möglichkeit habe, ja, ich könnte hier zwischen meine Hängematte aufspannen. Das wäre eine gute Idee. Ja. Oder da hinten zwischen würde auch noch gehen. Ja, ich glaube, hier bleibe ich. So, nochmal. Hier ist die Feuerstelle. Daneben habe ich auch schon das hier gefunden. Das sieht mir aus wie eine Öse von einer Plane oder von einem Tarp. Ja, lag hier auf dem Boden. So, und hier ist auch dieser Trampelpfad zu Ende. Ich meine, da geht hier noch so ein kleines Stück weiter, aber der wird, ich bin eben bis da vorne gelaufen, da ist ja kaum noch gehbar, begehbar. Ja. So, jetzt habe ich den See hier. Hier hatte ich ja eben schon gesagt, hier war noch eine Feuerstelle. Da sieht man noch so ein bisschen hier, das war auch mal eine. Ja, ich weiß nicht, ob hier Leute sind manchmal, die vielleicht angeln oder ja, einfach nur so wie ich hier übernachten wollen. Schauen wir mal, wie das jetzt hier so weitergeht. Ich glaube nicht, dass jemand kommt heute. Es ist halt, wie gesagt, fast mitten in der Woche. Und jetzt ist ja auch noch keiner da. Es ist 18 Uhr genau. Ja, ich werde jetzt erstmal meine Hängematte aufbauen. Von drüben kann man auch nicht rüber gucken. Das ist schön.
Klar, man kann rüberschauen, wenn man auf diese Spitze von dieser Halbinsel geht. So, aber dann kann man hier so ein bisschen nur das, diesen hellen Boden sehen. Und davor sind noch die Bäume hier. Also ich hänge jetzt meine Hängematte auf. Die ist ja auch relativ dunkel, die ist schwarz. Die ist vielleicht auch nicht so auffällig. Und ja, mal gucken. Tarp, weiß ich nicht. Erstmal brauche ich, glaube ich, keins. Nicht wie beim letzten Mal. Diesmal habe ich nämlich eins dabei. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das heute Nacht noch regnet. Zur Not kann ich hier zwischen den beiden Bäumen auch noch mal so eine Slapline spannen und zur Not einfach das Tarp dann heute Nacht drüber werfen. So, ich werde das mal aufbauen. Obwohl, erstmal trinke ich noch was mit Geschmack. So, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen umgebaut. Ich habe die Slatlines hier noch rangemacht für das Moskitonetz. So, und jetzt werde ich halt so rumschlafen, mit dem Kopf nach da, dass man auch immer noch mal hier zu dem Weg gucken kann, falls ich irgendwelche Geräusche höre oder so. Ja, ich glaube, hier in diesem See sind ganz schön viele große Fische drin. Also vorhin, das hat sich angehört, als ob hier ein paar Hunde ins Wasser gesprungen sind. So dachte ich erst, die wären da drüben oder so. Aber dann gucke ich darüber nichts und dann plätschert das hier richtig laut. Irgendein richtig großer Fisch gesprungen und dann wieder da hinten, so dass da sogar die Vögel aufgescheucht habt da und die alle weggeflogen sind. Aber wenn man die Kamera anmacht, ist natürlich nichts mehr. Jetzt habe ich aber hier so ein Sitzkissen gerade und sitze auf so einer Wurzel, das geht auch ganz gut. Kann ich hier neben mir kochen gleich. Ja. Wenn man in dem Wald ist hinten drin, dann ist es ziemlich ruhig. Hier hört man so ein bisschen die Autobahn rauschen. So, da hinten im Wald ist gar nichts, aber ansonsten, ich glaube, das Mikrofon nimmt das nicht auf, dass das Rauschen mit drauf ist, aber ansonsten nur Vögelgezwitscher, irgendwas plätschert immer mal und ein Frosch oder eine Kröte oder irgendwas wird nachher, also beim letzten Mal waren hier richtig viele Kröten, das war richtig laut abends. Bin ich mal gespannt gleich. So, ich werde jetzt erstmal was kochen. Ja, und zwar, ein bisschen doof, auf der Tour mit dem Boot letztens, da ist mein Schneidebrett irgendwie weggekommen. Das muss noch irgendwo, glaube ich, bei Steven sein. Ja, muss ich mal gucken. Ansonsten muss ich mal ein neues besorgen. Das ist nichts Besonderes gewesen. Das war so ein billig Kunststoff-Schneidebrett. Oh, relativ leicht. Das war gut. Deswegen muss ich jetzt hier mal schauen, dass ich das Ganze im hier in der, was eigentlich eine Pfanne sein soll, mache. Gucken, dass hier so ein bisschen gerade ist, aber so ein bisschen eingegraben das Ding auch, das ist ganz gut. So, das habe ich natürlich alles hier. Nur Spiritus nicht, den muss ich noch mal eben holen. So, Spiritus habe ich da. Dann machen wir schon mal. Ja, in der Zwischenzeit war jetzt die Speicherkarte voll.
Ich habe schon ein bisschen Fleisch geschnitten von dem Speck hier. Jetzt kommt dazu noch eine halbe Zwiebel. Also eine halbe, weil da habe ich so ein Riesenteil hier. Den Rest nehme ich mit nach Hause. Dann eine Kohlrabi und noch eine Paprika. Ja, das werde ich jetzt erstmal eben schneiden. Und dann kommt das Ganze mit Wasser und Brühe, wird das alles gekocht. Das seht ihr aber gleich. Hier schon mal die halbe Zwiebel. Andere Hälfte packe ich mir wieder ein. Die kommt, wie gesagt, mit nach Hause. So. Zwiebel haben wir auch. Eigentlich hatte ich vor, eine kleine Kohlrabi zu nehmen. Also ein bisschen was dahin. Eine kleine Kohlrabi. Und dafür dann nochmal zwei kleine Kartoffeln dazu. Ja, jetzt ist es halt eine Zwiebel geworden, dazu noch eine große, beziehungsweise die halbe von dieser riesen Zwiebel, das reicht auch. Und eine große Kohlrabi. Und Paprika, die Paprika hatte ich eigentlich nicht eingeplant. So, und teilweise ein bisschen sehr groß hier noch. Aber das geht doch. Die Paprika noch eben, dann mache ich glaube ich auch nur die halbe. Mal gucken, dass ich die Tüte vernünftig aufkriege, weil ich wäre so doof und habe die so zugeknotet. Und ich nehme diese Tüten eigentlich immer gerne für Müll. Achso, apropos Müll, der Vorteil hier ist, in der Nähe diese ganzen Parkbänke, die haben alle einen Mülleimer, die hier so rumstehen. Das ist ganz gut. Da muss ich nicht alles so weit zurückschleppen, aber ich werde auch nicht viel Müll haben, denke ich hier. Plastikflaschen zwei Stück und dann hier so ein bisschen, da kommt noch was zu vielleicht, aber viel mehr Müll habe ich auch nicht. Und heute für morgen früh noch das vom Kaffee. Da wächst was in der Paprika. Noch eine Mini-Paprika oder sowas. Naja, ja, bleibt doch hier. So, jetzt brauchen wir mal eben Feuer. Kommt jetzt ein kleines bisschen von diesem Chili-Knoblauchöl rein. Gut zugeschraubt, so wie sich das anfühlt. So. Aber nur ein kleines bisschen, das ist ganz schön intensiv. Ich nehme mal auch schon irgendwelche Geräusche, dann ist schon wieder weg. Was ich auch vergessen habe, ist ein Geschirrhandtuch. Das habe ich eigentlich immer dabei. Aber ich habe auch ein paar Taschentücher. Kann man hier wenigstens mal eben abwischen, weil das wird ja gleich mein Deckel sein.
Brüht ordentlich Brühe. Ich mag das gerne. Das kannst du mit stillem Wasser etwas aufgegossen hier. So. Dann kommt der Deckel drauf. Jetzt darf das Ganze erstmal ein bisschen vor sich hin köcheln gleich. So, fängt schon an zu kochen. Ich werde mal versuchen, vorsichtig ein bisschen umzurühren. Ich denke mal jetzt, das braucht bestimmt jetzt erstmal gute 15 bis 20 Minuten. Ja, gute 15 Minuten bestimmt. Dann gibt es Abendessen. So, ich habe eben gerade schon ein Stück probiert. Größeres hier von der sowas hier. Das ist auf jeden Fall fertig. Das ist weitergeben. Jetzt kommt das wieder noch rein. Das ist sowas wie Buko so ähnlich. Und Frischkäse. Das können wir mal ausmachen. So. Na komm. So, jetzt. Ja, so. Ich habe aufgegessen und auch schon abgewaschen und ein bisschen aufgeräumt. Die Sonne ist jetzt fast weg. Mal gucken. Wir haben es 21 Uhr. Ja, das heißt fast weg. Da hinten scheint sie noch so ein bisschen rauf. Aber ich bin jetzt ziemlich komplett im Schatten. Ja, merkt man auch gleich, wird ein bisschen kühler. Gar keine Wolke, überhaupt nicht. Ist richtig gut. Also denke ich auch nicht, dass es heute Abend noch Regen gibt. Mein Handy sagt auch nicht, dass da irgendwie Regen ist, sein soll oder so. Deswegen lege ich mich jetzt ein bisschen in die Hängematte und gucke ein bisschen YouTube. Empfang geht hier nämlich einigermaßen. Ich habe 4G, 2 Striche oder so, glaube ich, ja. Habe ich eben schon getestet. Ein bisschen YouTube gucken kann man. Ja, und dann mal gucken. Ich habe noch was gefunden. Ein Knicklicht. Also sind hier anscheinend doch Angler. Manchmal. Ja. Ob das erlaubt ist hier, weiß ich aber auch nicht. Naja. So, hier ist auch noch mehr. Hier liegt auch noch irgendein Plastikteil. Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich nicht. Und da unten lag auch noch so ein Plastikteil. Das habe ich aber irgendwie leider mit dem Fuß irgendwo in den Rasen reingedrückt. Das finde ich nicht wieder. Den kann man hier mal im Müll tun. Den habe ich da oben angehängt. Ja. Ja, hier liegt überall was. Zigarettenkippen liegen hier. Hier ist noch ein Stück Schnur oder sowas. Ja, also hier scheint öfters mal jemand zu sein. Ich bin noch zum Abwaschen den Weg nochmal zurückgelaufen. Zu diesem Steinteil da. Da kommt man ganz gut ans Wasser ran, dann konnte ich abwaschen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, der Weg, der sieht schon ganz schön benutzt aus hier. Wenn man sich dann im Gegensatz zu den anderen anguckt, wie dieses Stück hier hoch. Und da hinten geht auch noch ein kleiner Weg rein. Und da sieht man, das sind wirklich kleine Tierwege, so, ne? So Tierpfade. Ja.
Naja, ich packe mich jetzt erstmal ein bisschen in die Hängematte, gucke ein bisschen YouTube. Jo. So, ich denke, ihr seht mich gar nicht mehr. Ich war natürlich auch wieder so schlau und habe ein Videolicht vergessen. Naja, es ist jetzt auf jeden Fall, ob ich es erkennen kann, 22.39 Uhr. Es ist fast dunkel, so ein bisschen ist da hinten noch zu sehen. Den See kann ich noch sehen. Mal hier rüber drehen, aber ich glaube nicht, dass ihr da was seht. Nee, so ein bisschen glaube ich, ne? Da ist der Himmel noch und so. Naja, ich liege auf jeden Fall in der Hängematte. Ja. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen liegen und dann auch bald schlafen, denke ich. Jo, und morgen früh gibt es dann Frühstück und dann geht's zurück. Also, gute Nacht. Guten Morgen. Ich weiß halt gar nicht, wie spät das ist, aber ich glaube 7. Oder kurz nach 7 sogar. Ja, die Nacht ging so. Es war doch etwas kälter als gedacht. Ich habe in der Nacht noch meine Isomatte aufgepumpt, aufgepustet und hier reingeholt. Dann ging das von der Kälte her. Aber dann ist der Schlafsack noch kaputt gegangen. Also der Reißverschluss ist abgerissen. Den habe ich hier irgendwo, glaube ich, in der Tasche. Keine Ahnung, finde ich jetzt nicht. Der ist auf jeden Fall komplett offen jetzt. Das ging aber. Ja. Muss ein neuer her und was Vernünftiges, nicht wieder so ein Billigteil. Ich meine, der hat jetzt relativ lange gehalten, aber ja, da kann trotzdem mal was Neues dann her, was Vernünftiges. Ja, ich werde jetzt aufstehen, Kaffee kochen und frühstücken. Also, Kaffee ist fertig. Zwischendurch ist ein bisschen leichter Wind und die Sonne scheint auch nicht so wirklich, da hinten irgendwo. Es ist bewölkt heute etwas, ja, da geht's, aber das zieht in die Richtung rüber, also das da kommt und in die Richtung muss ich auch gleich nach Hause laufen. Ja, erstmal muss ich gucken, ob ich noch ein bisschen Platz auf meiner Speicherkarte machen kann. Weil, ja, mir ist gerade aufgefallen, dass meine andere Speicherkarte, die ich jetzt eben noch reintun wollte, gerade vor der Kamera nicht erkannt wird. Naja, ich werde auf jeden Fall erstmal Kaffee trinken und dann alles zusammenpacken. Und dann gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen Platz machen kann. Ansonsten muss ich gleich noch ein paar Aufnahmen mit dem Handy machen. Na also, zusammengepackt habe ich schon mal alles. Bis auf den Müll, der hängt da oben noch, den binde ich gleich noch an meinen Rucksack fest. Ja, hier war ja meine Hängematte. Eingepackt ist auch. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit jetzt. Ich habe das mit der anderen Speicherkarte nicht hinbekommen gerade. Die will einfach irgendwie nicht erkannt werden. Ich muss die zu Hause am PC mal neu formatieren. Und auch die Kamera will die nicht formatieren. Ja, ich packe jetzt den Müllsack noch, den knote ich noch an meinen Rucksack fest. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ich wollte mal eben gucken, wie die Temperaturen heute Nacht waren. Mal schauen, ob ihr das seht. Jetzt gerade, ja, besser aktualisiert hier. Jetzt gerade haben wir 17,5 Grad. Da kann man es sehen. Und eine Luftfeuchtigkeit von 77,6. Und wenn wir jetzt mal schauen, das muss er erstmal wieder synchronisieren. So, jetzt hat er synchronisiert. Jetzt schauen wir mal eben. Und zwar wollte ich mal eben gucken, was die niedrigste Temperatur war.
Und zwar, wenn wir sagen, hier 11 Grad, 11,5. 11,5, ja, weiter runter ist es nicht gegangen. So um 3.57 Uhr, 3.47 Uhr, es ist 4.17 Uhr, 4.27 Uhr hatten wir 11,5 Grad. Ja. Gut. Also, wie gesagt, den Müll noch eben an den Rucksack knoten und dann geht's los. Ich habe hier gerade noch einen Stein gefunden mit einer Tafel am Wegesrand. Diese Tafel wurde errichtet zum Andenken an die goldene Hochzeit von Baron Ludwig Knob und Frau, was? Mühlen, Frau Mühlenthal, Mühlenthal St. Magnus, von den 10. Juni 1893. Ja. Na dann, alles Gute zur goldenen Hochzeit. So, ich muss hier lang. Vorne ging es schon ein bisschen bergauf. Da hinten geht es wieder runter. Und es geht jetzt, bis ich zur Straße komme, durch dieses Waldstück einfach nur komplett geradeaus durch. Auch gut. Hier wird geschossen. Auf der Seite ist eine Schießanlage. Huch, Witze. Ja, ordentlich am Rumbalander. So, das heißt aber, ich bin jetzt gleich wieder raus aus dem Wald. Und wieder an der Landstraße. Ich hoffe mal, da vorne ist irgendwo ein Mülleimer, dass ich den Müllbeutel hier erstmal entsorgen kann. Ja, und dann geht es so ziemlich den gleichen Weg zurück, wie ich gekommen bin. Einen kleinen Umweg werde ich laufen, weil es noch recht früh, das ist jetzt kurz vor 10. Hab den ganzen Tag noch Zeit, will nachher noch das Video schneiden. Deswegen laufe ich noch einen kleinen Umweg. Ja, ich bin noch ein ganzes Stück weiter gelaufen. Ist mein Mikrofon an? Ja. Ich bin noch ein ganzes Stück weiter gelaufen in dem Waldgebiet. Das habe ich jetzt aber hinter mir gelassen. Ja, bin wieder auf der Landstraße. Wie gesagt, laufe einen kleinen Umweg. Aber ja, die Sonne ist rausgekommen und hier kommt gerade eine Bank. Hier mache ich jetzt mal eben kurz Pause, werde was trinken. Meine Trinkblase ist leer, so ziemlich. Aber ich habe noch Wasser im Rucksack. Und ich will die Jacke auf jeden Fall ausziehen, weil das ist ganz schön warm jetzt. Und ich muss echt mal gucken. Ich habe noch 2 Minuten 50 auf der Speicherkarte. Ich muss sonst gleich mit dem Handy weiterfilmen. So, ich befinde mich auf der Autobahn. Naja, auf der Brücke über eine Autobahn. Ja, das heißt dann, ich bin schon wieder ziemlich dicht an Bremen dran. Ich denke mal noch so 15 Minuten, dann bin ich schon wieder in der Stadt, also an der Grenze in die Stadt rein. Ja, da will ich mich jetzt erstmal verabschieden. Also das Video beenden. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.